Hallo, ich bin Beate und ich begrüße dich ganz herzlich zum Tier Talk Podcast. Liebe verbindet, das ist mein Motto. Und wenn du dich und dein Tier besser verstehen möchtest, dann bist du hier ganz genau richtig. Ich freue mich jetzt auf unsere gemeinsame Reise und auf die Zeit mit dir. Hallo und schön, dass du wieder da bist. In dieser Folge möchte ich mal wieder über Erwartungen sprechen, weil es einfach im Moment so aktuell ist, dieses Thema, und weil ich es auch so unglaublich wichtig finde. Immer wieder kommt es vor, dass wir Menschen unglaublich große Erwartungen haben. Und ich nehme mich hier natürlich überhaupt nicht aus und ich möchte dir jetzt einfach mal eine Geschichte erzählen, die noch gar nicht so lange her ist und wo ich so unglaublich hohe Erwartungen hatte. Ich bin gerade wieder vom Urlaub zurück und ich hatte, bevor wir in den Urlaub gefahren sind, habe ich mich so unglaublich auf den Urlaub gefreut. Ich habe mich so drauf gefreut, weil wir fahren meistens in den Norden nach St. Peter-Ording und erstens mal ist es ein total schöner Ort und dann ist es einfach so, dass die Ilvi dort am Meer die Möglichkeit hat, frei zu laufen. Sie kann da nirgendwo hin. Auf der einen Seite ist das Wasser und auf der anderen Seite ist ein ewig breiter Strand. Also sie kann frei laufen, kann mit anderen Tieren spielen und das finde ich einfach so, so, so toll, weil sie da einfach so unbeschwert sein kann. Hier bei uns in Bayern habe ich die Möglichkeit nicht, sie so unbeschwert laufen zu lassen, weil sie einfach eine unglaublich gute Jägerin ist und weil es einfach ihre absolute Leidenschaft ist, zu jagen. Sie hat ständig die Nase am Boden, geht jeder Spur nach. Und auch wenn ich mir schon so oft gedacht habe, ich lasse sie jetzt mal los und es hat gut funktioniert im Urlaub und sie bleibt da und sie ist abrufbar. Das funktioniert ein, zwei Tage und dann ist einfach der Jagdtrieb so, so, so viel größer, dass sie dieser Leidenschaft einfach nachgeht. Und deswegen ist es einfach so, dass mein Hund noch in der Abhängigkeit der Leine ist, weil ich sie einfach nicht guten Gewissens frei laufen lassen kann. Und das macht mich halt einfach sehr, sehr traurig. Naja, auf alle Fälle habe ich mich total auf den Urlaub gefreut, weil eben die Ilvi wieder die Möglichkeit hat, frei zu laufen. Und dann ist es so, dass ich im letzten Jahr, als wir im Urlaub waren, so eine unglaubliche Ruhe empfunden habe. Ich habe so gut abspannen können und ich habe den Kontakt zu mir so extrem gespürt. Ich habe diesen inneren Frieden wahrgenommen und ich hatte tatsächlich auch internetfreie Zeit im letzten Jahr und habe mir auch, weil ich auch körperlich und geistig so erschöpft gewesen bin, mir den Freiraum genommen, weil wirklich 3 Wochen offline zu sein. Und ich war so happy, ich war so tiefenentspannt und das Wetter war so super und alles war so toll und ich war einfach nur total fasziniert von diesem wunderschönen Urlaub, den wir hatten. Ja, jetzt war die Vorfreude groß, weil ich tatsächlich mir gedacht habe, boah, und dann bin ich wieder so tiefenentspannt und finde ich wieder diese innere Ruhe zu mir und auch dieses Gefühl des, ach, es ist alles gut, wie es ist und kein Druck und absolut nichts. Und ich habe wirklich, ich war total davon überzeugt, dass es auch in diesem Jahr wieder ganz genauso wird. Und ich bin natürlich auch mit dieser Erwartungshaltung schon, also das ist mir jetzt im Nachhinein zumindest bewusst geworden, hatte ich halt schon eine sehr, sehr, sehr große Erwartungshaltung. Naja, jetzt sind wir da angekommen im Urlaub und wir hatten wirklich ein tolles Ferienhaus, aber das Ferienhaus vom letzten Jahr war besser, also zumindest für mich. Da bin ich reingekommen, da war alles hell, da war alles freundlich. Und in diesem Ferienhaus gab es einfach nicht so viele Fenster, dann waren sehr, sehr schwere Stores in einer dunklen Farbe an den Fenstern gehangen. Dann waren die Möbel auch noch ziemlich dunkel gewesen. Also das heißt, da ist man reingekommen und es war einfach schon nicht so hell und freundlich, sondern schon sehr gedrückt.
Ich habe tatsächlich so in der zweiten Woche das Gefühl gehabt, als wenn ich in der Gruft wäre. Also das ist jetzt wirklich schon sehr übertrieben, aber trotz alledem war dieses Gefühl da. Und ich habe einfach auch eine unglaubliche Traurigkeit in dem Haus gefühlt. Und naja, gut, wir sind da angekommen, das Wetter war toll und dann war eigentlich noch alles gut gewesen. Und wir haben unseren ersten Strandspaziergang gemacht. Und die Ilvi ist am ersten Tag, als wir angekommen sind, in ihre Scheinträchtigkeit gekommen. Und als wir sie losgelassen haben von alleine, ist sie zwar erstmal total links und rechts gefetzt oder so, aber so am zweiten Tag ist uns aufgefallen, dass sie doch sehr, sehr reduziert ist. Auch, dass sie zwar zu anderen Hunden hingelaufen ist, dass sie vielleicht einmal um den Rum gesprungen ist, aber dann war es schon wieder gut. Auch das Wasser hat ihr dieses Mal, also sie ist zwar ins Wasser gelaufen, aber so wie sonst rein, raus, hinter, vor, zurück, war einfach dieses Jahr nicht so gewesen. Und ich habe gemerkt, dass ich habe dann gesagt, oh, das ist total schade und mein Gott, und warum ist das gerade jetzt und jetzt, wo sie die Möglichkeit hätte zu laufen und Spaß zu haben. Und mein Mann hat immer gesagt zu mir, ich soll aufhören, so einen Druck zu erzeugen. Und tatsächlich ist es natürlich so, auch wenn ich das ausspreche und immer dieses, ach, das ist so schade und das ist so schade. Natürlich merkt auch der Hund, dass da etwas nicht stimmt und dass vielleicht auch mit ihr etwas nicht stimmt. Und das will ich natürlich nicht. Ich möchte natürlich meinem Hund nicht das Gefühl geben, dass mit ihr etwas nicht stimmt. Aber auch hier wurde meine Erwartung, die ich hatte, ja, dass der Hund wieder 3 Wochen super coolen Spaß hat, total fetzen und rennen kann, wurde nicht erfüllt. So, jetzt hatte ich schon dass das Haus von der Energie her nicht so doll gewesen ist, war halt einfach nicht so freundlich. In der ersten Woche hatten wir noch super gutes Wetter. Da war ich sehr viel draußen. Das Positive an diesem Haus war, dass zwei super coole Liegen dort gewesen sind und wir einfach auch ganz viel da draußen waren. Und immer, wenn ich mich draußen befunden habe, war auch alles super. Und in der zweiten Woche war es so, dass das Wetter halt einfach mehr bedeckt war. Da war nur ein wirklich schöner Sonnentag dabei und ansonsten war halt einfach bedeckt. Es hat nicht geregnet. Es war jetzt für Norden immer noch gutes Wetter gewesen. Aber es hat uns natürlich dazu, wir mussten halt oder wir konnten, außer wenn wir halt spazieren gewesen sind und unterwegs, uns jetzt nicht so viel draußen aufhalten, weil es auf der Terrasse halt einfach zu kalt gewesen ist. Und deswegen hatten wir mehr Zeit im Haus. Ja? Und wenn dann natürlich du das Gefühl hast, ganz doll überspitzt, dass du in der Gruft bist, dann ist das natürlich so nach 7 Tagen macht das irgendwie so nicht mehr wirklich Spaß. Ja? Also ich habe dann einfach gemerkt, dass ich irgendwie total traurig geworden bin und auch diese Energie so stark aufgenommen habe. Und auch diesen inneren Konflikt hatte, ja, wo ich mir gedacht habe, mein Gott, du kommst überhaupt nicht so in diese innere Ruhe und in dieses Gefühl, das du letztes Jahr hattest. Also diese unglaubliche Erwartungshaltung ist einfach in keinster Art und Weise erfüllt worden. Und das Interessante dabei war, ich habe mit 2 Freundinnen Kontakt gehabt und eine, mit der habe ich auch letztes Jahr ganz viel Kontakt gehabt, als ich im Urlaub gewesen bin, und die hat gesagt, also wenn ich dir so anhöre, du hörst dich überhaupt nicht so positiv an wie im letzten Jahr. Ich habe so das Gefühl, du kommst da auch gar nicht wirklich an. Und das hat mich dann natürlich, sie hatte recht auf alle Fälle und ich war auch nicht so positiv. Aber das hat mich natürlich noch ein Stück weit mehr unter Druck gesetzt, wo ich mir gedacht habe, okay, ich komme hier gar nicht an. Also was kann ich noch tun, damit ich hier noch besser ankomme? Und dann, oh, der Hund dann auch noch total reduziert und halt auch in ihrem, also sie hatte Spaß. Ja, ich habe auch mit der Ilvi gesprochen und sage, hast du überhaupt Spaß im Urlaub? Bist du glücklich? Macht dir Spaß? Und sie sagt, ja, es ist toll. Es ist halt dieses Jahr anders, aber ich habe ganz viel Freude, weil ich einfach so gerne unterwegs bin und es ist mir egal. Hauptsache, wir sind weg. Hauptsache, wir erleben was Neues. Das ist für mich das A und O und das Wichtigste. Und ob ich jetzt so viel mit anderen Hunden spiele oder immer nur hin und her pese oder so, das ist jetzt für mich gar nicht so wichtig. Ich habe es aber so signifikant wichtig gemacht, ja. Und diese Erwartungshaltung und diesen Druck so krass gehabt. Und ich habe es dann losgelassen. Und dann ist es tatsächlich leichter geworden. Und wir sind zwar ein paar Tage eher heimgefahren, weil das Wetter einfach dann nicht mehr so prickelnd gewesen ist. Und auch die letzten 3 Tage, nachdem ich einfach auch mir gedacht habe, okay, ich muss es jetzt annehmen. Es ist, wie es ist. Es ist tatsächlich auch noch richtig schön geworden. Und ich weiß, dass es so vielen Menschen
ganz genauso geht. Wir haben so oft Erwartungen, auch in andere Menschen. Ja, ob das jetzt, und auch in unsere Tiere. Ob das jetzt der Ehepartner ist oder der Freund oder die Freundin oder die Kinder oder die Tiere. Da haben wir so oft so Erwartungen. Und da geht es einfach darum, auch, wenn wir zum Beispiel, wenn es um Freunde geht oder so, ich möchte hier meine Mama vielleicht auch mal kurz erzählen. Ja, die hat auch sehr gute Freundinnen oder so, aber da merke ich halt ganz oft oder da spüre ich ganz oft, dass einfach, wenn einer angerufen hat, dann ist die Erwartung da, dass das nächste Mal die Freundin anruft. Und wenn dann meine Mama schon zweimal angerufen hat, dann sagt sie, ja, da rufe ich jetzt nicht mehr an, weil jetzt muss die sich mal wieder melden. Also das sind so Erwartungshaltungen. Aber, und daraus entstehen auch oft Konflikte. Und das finde ich so unglaublich schade, wenn man so agiert. Und wie gesagt, ich nehme mich ja selber nicht aus, weil wie gesagt, jetzt auch hier im Urlaub, ich hatte da wirklich eine sehr, sehr große Erwartungshaltung. Und die ist einfach nicht erfüllt worden. Es war alles ganz anders. Aber mein Learning daraus war, dass das, was ich letztes Jahr erlebt habe, sich auf gar keinen Fall wiederholt. Jetzt ist eine andere Zeit. Die Menschen waren tatsächlich auch viel aggressiver unterwegs gewesen. Also ich habe dort bis jetzt immer nur total entspannte und lustige und komplett tolle Leute erlebt. Und das war in diesem Jahr auch komplett anders. Ich weiß nicht, die Leute waren alle sehr aggressiv und man hat auch die Energie gespürt. Also es war einfach nicht so wie sonst. Aber was heute ist, wird morgen auch genauso nicht sein. Und weil wir einfach keine Roboter sind und weil wir ja auch neue Erfahrungen machen dürfen. Mein Learning aus der ganzen Sache ist, die Dinge anzunehmen, wie sie sind und nicht sich selber unter Druck zu setzen, dass alles wieder genauso sein muss, darf, wie beim letzten Mal. Und ich glaube, das möchte ich dir auch mitgeben, dass du dir überlegst, wo du in deinem Leben Erwartungen an andere hast oder vielleicht auch an dich selber oder vielleicht auch an Situationen. Es muss wieder genauso sein wie beim letzten Mal, weil es so schön war. Aber dadurch verbauen wir uns vielleicht die Möglichkeit, dass es dieses Mal auch schön ist, wenn halt vielleicht anders schön. Doch wenn man in der Erwartung bleibt, dann gibt man dem, was gerade ist, auch überhaupt keine Chance. Und das ist das, was ich eben mitgenommen habe. Und ich wünsche mir einfach so sehr, dass du gerade, auch wenn es vielleicht um Beziehungen geht oder so, dass du dich immer wieder fragst, was bin ich bereit zu geben? Was will ich hineinbringen, ohne etwas zu erwarten? Ohne vom anderen zu erwarten, hey, ich gebe hier so viel und deswegen musst du mir auch etwas geben. Oder wenn wir Geschenke verschenken, ja, zum Geburtstag, dass wir das aus freien Stücken, aus dem tiefsten Inneren unseres Herzens heraus geben, ohne dass wir erwarten, dass wir auch etwas zurückbekommen oder vielleicht auch noch etwas bekommen, was annähernd den gleichen Wert hat. Wenn man solche Erwartungen auch in andere Menschen setzt, dann kann ich dir sagen, dann wirst du der Verlierer sein, weil jemand anderes niemals die Erwartungen, die du hast, erfüllen kann, weil zumal er meistens auch gar nicht weiß, gerade wenn es um Menschen geht, dass du diese Erwartungen hast. Und bei unseren Tieren passiert nur eines, wir erzeugen unglaublich viel Druck. Und bei der Ilvi ist es so, wenn viel Druck da ist, dann zieht sie sich entweder zurück oder aber sie macht komplett das Gegenteil von dem, was ich möchte. Und ich weiß dann, okay, ich darf hier einen Schritt zurückgehen und einfach mal so sein lassen, wie es gerade ist. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge ein Stück weit nochmal die Augen öffnen konnte, was es so mit Erwartungen auf sich hat, indem ich dir von meinem Erlebnis erzählt habe. Und vielleicht hilft es dir ja dabei, wenn du vielleicht auch gerade in einer Situation steckst, wo du sehr große Erwartungen in dich oder in andere hast oder vielleicht auch in dein Tier, dass du das einfach mal überdenkst und es sein lässt und somit den Druck rausnimmst und du wirst erkennen, dass es dann sich von ganz alleine löst. Und in diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe, mach's gut, schön, dass es dich gibt,
Servus, Bussi, bis zum nächsten Mal und lass uns gemeinsam die Welt verändern. Das war Tier Talk von und mit Beate Seebauer, Tierkommunikatorin, Heilpraktikerin, Buchautorin und Coach. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann schau einfach in den Shownotes. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören.